voll sad. Ich mochte Bruce Willis immer. Ich habe von dem jetzt nicht viel Ahnung. Ich weiß nicht, ob er jetzt ein Feinie ist oder ob der jetzt irgendwie... Das ist ein Feinie. Auch Sachen... Der ist nämlich in Deutschland geboren. Das ist ein echter guter Deutscher. Es gibt ein paar Todesfälle. Ach, schön. Ja. Das freut mich. Ein paar Fast-Todesfälle. Das freut mich nicht so. Sind. Ja, ach so, okay, dann geht. Ah, na Leute, seid ihr auch schon ein Todesfall? Nein. Warte mal, ich finde es gerade ein bisschen frisch. Vielleicht mache ich gleich mal das Fenster da drüben noch Aber zu. Wir werden alle mal Todesfälle werden. Das ist ja das Schöne, dass es alle betrifft. Ja, Todesfälle habe ich bei Red Dead Redemption immer sehr gerne gelootet. Ha! Sind damit die Tierfälle? Ja. Okay. Ich muss kurz nachdenken, was daran irgendwie der Gag ist, aber... Guck doch mal. Also, was ich sagen wollte. Hallo, liebe Leute. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Tinko, Rinko, Finko, Linko, Duolingo. Duolingo. Alle, sitzt auch hier. Alle hier. Hallo! Nein, ich wollte mal einen Shoutout geben zu den zwei Leuten, die hier jedes Mal kommentieren, weil sie sind ja jetzt hier nicht so interaktiv, ne, mit stimmt. diesem Podcast. Wie jetzt zum Beispiel auf Twitch bin ich ja sehr interaktiv. Ja, ich lese ja jeden Kommentar, außer den von euch. Aber ich möchte hier zwei Leute einmal loben. Da haben wir nämlich, ja, hast du das mitgekriegt? Kryptowährung, da haben wir so Bot-Scheiß reinbekommen. Wasserklatte, liebe Grüße gehen raus. Von Jakob Geraldine. Was ja. eine Frau ist. Frau Jakob Geraldine, die absolute Expertise ist in Sachen Krypto. Ich habe es nicht gelöscht, weil ich fand es witzig. Aber gerade das Netz, was die spenden, die Spam-Accounts, ne? Dass die irgendwie ja. anfangen, so, ich verkaufe Kryptowährungen, da kommt ein zweiter Account. Ja, ich kenne die Frau, die ist vertrauenswürdig. Und der dritte, ja genau, ich kenne die ja. beiden, super toll. Das sind so gute Sachen damit. Sie ist wirklich ein Profi. In den letzten Monaten habe ich 20.000 Dollar verdient, 5.000 investiert, mit der Handelssignal-Expertin Frau Jakob Geraldine zusammengearbeitet. Sie erreichen sie über ihren Telegram-Account. Jetzt habe ich kostenlose Werbung für die gemacht, aber ihr seid natürlich alle mündige Bürger und clever genug, um nicht auf einen Scam reinzufallen. Schreibt ihr halt und verarscht die, wenn ihr wollt, aber was ist denn die richtige Zielgruppe? Also sind denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so reich, dass sie mit Kryptowährungen traden können? Absolut, deswegen kaufen die ja auch hier permanent Hörerwünsche. Stimmt. Brennpunkt. Danke dafür. Brennpunkt macht reich. Ist so. Die Frage ist, wen? Ja, jetzt habe ich die falschen Leute. Also ich wollte einmal Leo hervorheben, wobei da natürlich so Symbole noch drumherum sind. Ja, Leopold, aber es ist Leo. Dingsbums, ja. Leo schreibt echt jedes Mal drunter und stimmt. hat hier zum Beispiel geschrieben, ich liebe Brennpunkt Internet, bitte hört niemals auf. Also gönnt euch ruhig mal ein paar Wochen Pause, aber zieht das hier bitte durch, bis der Tod uns scheidet. Danke, dass wir auch uns Pausen nehmen dürfen. Ja, und Max Muster, der halt sich auch jedes Mal neue tolle Namen für uns ausgedenkt. Ganz, ganz groß. Aufruf also. An die weiblichen Hörerinnen. Kommentiert doch auch mal ein paar Sachen, damit wir uns freuen können und sagen können, unser Podcast ist für alle da. Hm. Männer, Frauen, Nicht-Binäre, Trans-Menschen, alle kommentieren. Aber dazu habe ich zu oft, glaube ich, ja Frauen beleidigt. Das kann sein. Toll, ist deine Schuld. Vielen Dank. Ne, gerne mal einfach alle euren Namen und Pronomen in die Kommentare reinschreiben, wie ihr genannt werden wollt, damit wir euch auch mal kennenlernen, jetzt nach fast 200 Folgen. Ne? Hm. Wir kennen ja die wenigsten von euch. Wir sind jetzt in Folge 193. Ui. Und das ist eine ganz besondere Folge, denn sie kommt vor Folge 490. Fuck. Mathe rubbeln, ja? Ja. Oh Gott. Ja, Leute, danke, dass ihr da kommentiert. Das ist sehr schön, auch wenn wir nicht immer irgendwie alle Kommentare hier vorlesen oder integrieren. Aber wir lesen sie. Wir lesen sie immer. Ich tue das auch inzwischen. Auf jeden Fall. Die ersten 100 vielleicht nicht so, aber jetzt lese ich die Kommentare immer alle mit. Freut mich. Bei YouTube zumindest. Bei Soundcloud weiß ich nicht, ob wir da noch drin sind. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, außer das wird automatisch. Warte mal, weiß ich gar nicht. Das wird halt über Anchor, wo ich das hochlade, wird das ja automatisch... gemacht auf verschiedenen Plattformen, aber ich schreibe auch immer nur Spotify hin, weil Spotify ist halt so die, weißt du, irgendwelche, es gibt auch irgendwelche Podcast-Plattformen explizit, wo das halt auch dann ist, vielleicht hört das da auch irgendjemand, keine Ahnung, ich verfolge das halt nicht. Wir haben eine Million Hörer irgendwo bei Deezer oder so, weißt du, bei Apple Music, keine Ahnung. Ja, ich glaube Apple ist es tatsächlich nicht iTunes oder was auch immer Schade. Das dann ist. Da kenne ich mich nicht aus. Ich weiß nicht, vielleicht laber ich scheiße, aber da bin ich halt, ich habe da gar keinen Zugang zu. Also doch keine reichen Zuhörer. Ja. Wie soll ich da überhaupt reinkommen? Ich habe doch kein Apple-Gerät. Ich war heute Morgen eingeladen bei Radio Lotte.
Oha, weiß ich nicht, was ist das denn? Ob du die kennst, ist ein offener Kanal hier in Weimar und die haben mich eingeladen als AIDS-Hilfearbeiter. Mhm. Da habe ich ein Interview geführt, ein kleines. Okay. Früh ist irgendwie 7:30, war sehr früh. Und wie sah das da aus im Studio? Das war sehr aufgeräumt, ein paar Schreibtische, nette Personen, die mir zugewunken haben, guten Morgen und so, die mich offenbar nicht kannten. Also war schön, also war, hat mich gefreut, da zu Gast zu sein. Schön, ja. Freut mich. Wollte schon mal mit euch so teilen, dass ich mal da war. Er fragte auch so, ja, wissen Sie, wo Sie hin müssen? Ich so, ja, ich war da schon mal. Ach, du warst da schon mal? In den 80ern vielleicht mal. Ach so, okay. I see. Schön. Also dann auch von mir nochmal was in ein bisschen eigener Mission. Ich weiß nicht, ob du irgendwas von der Uganda-Sache mitbekommen hast über Umme Live. Nee. Das ist jetzt auch keine Werbung oder so, ne? Umme Live ist ja hier so... so ein Ding, wo ich so halb mit drin hänge. Im Prinzip ist das einfach nur eine Website von Basti, der den Song, unseren Intro- und Outro-Song gemacht hat. Ah ja, stimmt. Vor ja. zig Jahren, die Band ist längst inaktiv und tot und alles. Aber wenn ihr das volle Album hören wollt, dann geht mal auf Nostra Forts. Im letzten Adventskalender ist das mit drin. Undefined mit Velvet Rock heißt das ganze Album. Da ist unter anderem unser geiler Intro- und Outro-Song dabei. Und der Basti, der hat die Seite gemacht, umme.live. Die ist auch nicht profitorientiert oder so, sondern eher so, ich mach was für Umme, sagt man ja. Deswegen heißt es ja auch so. Genau, ja. Für so umgangssprachlich. Es geht eigentlich nur dazu, irgendwie coole Projekte zu machen oder denen eine Plattform zu bieten, hier so lokal. Ne? Aber es gibt auch Bretter, deswegen sage ich hier Werbung und so. Wir haben halt auch eine eigene Bretterkollektion jetzt schon zweimal rausgebracht sozusagen, wo wir dann über das Design abgestimmt haben. Und diese Bretter, ja, sind jetzt nach Uganda gewandert. Mhm. Und das ist eine ziemlich geile Sache, deswegen will ich da ganz kurz mal Augenmerk drauf geben. Wie gesagt, also diese Boards, die kann man kaufen, wenn sie verfügbar sind, weiß gar nicht, ob jetzt noch welche gibt, aber das ist nicht, das ist immer so plus minus null, weißt du, hier wird halt nicht Profit gemacht und so. Und Hashtag für den Kliman, ja. Genau. Genau, die Umme-Boards sind so unser schmutziger Maskendeal nach Uganda. In 2 Jahren CDF Magazin Royale hier, Umme for Life, ja, mal gucken, was sie in ihre WhatsApp-Chats reinschreiben. Ja, Uganda-Krise kann auch geil sein. Ja, Uganda hat nicht so eine große Krise, aber was Uganda auch nicht in groß hat, ist ein Skatepark. In Uganda ist Skaten ganz, ganz klein und die haben eine Instagram-Präsenz. So Skateboards quasi. Genau. Uganda Skate Society ist das. Und die haben einen Skatepark wahrscheinlich in dem ganzen Land. Hm. Und da konzentriert sich gerade so eine krasse Kultur. Aber die haben halt alle kein Setup. So. Hm. Und da haben wir jetzt ganz viele Sachen hingeschickt. Ich glaube 30 Crip-Tapes, irgendwie 20 Skateboards, ganz viele Achsen und so. Also 10 Komplettboards waren auf jeden Fall dabei. Weil einer von uns ist halt eh nach Uganda geflogen quasi und hat auf diesem Weg quasi so gut wie keine Klamotten mitgenommen, sondern sein ganzes Gepäck war voll mit Skate-Sachen, die er jetzt diesen Leuten, die halt nichts haben, mitgebracht hat. Oh, darf man das so einfach wie über den Zoll so ganz viel Skateboard-Kram da loswerden? Naja, pscht, das weiß keiner. Weiß ich nicht, ob man das darf. Das wird man schon dürfen. Und da gibt es auch ein schönes Bild zu. Da kann man auf umme.live bzw. umme.live auf Instagram gucken. Und dann sieht man das, weil ich finde es hier gerade spontan tatsächlich nicht. Und da sind die Dudes alle am Start mit ihren Boards. Ja, Ehrensache. Finde ich gut. Sehr geil. Also natürlich auch kostenlos, ne? Für Umme. Damit sich die Menschen in Uganda richtig auf die Fresse legen und sich Beine brechen. Genau, und so. Die Schweine, ey. Um sie zu schwächen. Die sollen richtig kaputt gehen. Ich gucke hier gerade nach. Ich kann das Bild euch jetzt eh nicht reinzeigen, aber ich wollte es wenigstens Tino mal zeigen. Ja, ich kann es ja gerne beschreiben, was ich da sehe. Da, guck doch mal. Ich sehe ganz viele Menschen, die Umme-Skateboards in der Hand haben und ernst gucken. Sie freuen sich gar nicht richtig. Ja. Das wirkt ein bisschen wie, komm, wir müssen jetzt mal ein Foto machen. Mein Gott, ey. Aber das ist einfach, die wohnen in Uganda, die haben nichts zu lachen. Oder wie wenn Oma an Weihnachten dir irgendwie so Socken schenkt, so guckst in die Kamera, guck mal in die Kamera, komm. Aber es ist halt ein Post von Uganda Skateboard Society. Also die haben das schon von sich aus gepostet. Ja. Ja, sehr geil. Liebe Grüße gehen raus an Uganda. Das ist übrigens, halt das mal bitte kurz. Ja. Ich habe gerade Scheiße erzählt. Wir haben schon 3 Designs irgendwie. Warte mal, wie ist denn dazu gekommen? Das ist jetzt eine ganz wichtige Information. Das wird den ganzen Podcast jetzt umstrukturieren. Du hässlicher. Ja, aber ich bin gerade ganz verwirrt. Wir hatten das allererste Design, das weiße. Die dann hatten wir das, aus. Was ich gerade da umgedreht habe. Mhm. Das war so ein Zusammenschnitt. Und dann gibt es jetzt die ganz neuen. Die bin ich selber noch gar nicht gefahren, weil ich noch so viele von den alten hatte. Aber geil.
Aber schön, dass ich jetzt auch mal weiß, was Oma eigentlich ist, weil ich sehe immer nur die Aufkleber überkleben, auch bei dir und so. Bei ich uns weiß, zu Hause von, ist ich eins. Weiß gar nichts von Aufklebern. Nee? Nö. Ach so, okay. Nicht, dass die irgendwo als Vandalismus zählen. Ja, also ich sehe die überall manchmal so und können ja auch Menschen aufgeklebt haben, die nicht dabei sind, so die einfach extern sind. Auch in unserer das Wohnung, ist am wahrscheinlichsten. Auch in unserer Wohnung ist ein Unge Aufkleber in der Küche. Aber ich wusste immer nicht, was es sein soll. Jetzt weiß ich es. Spenden Skateboards an Uganda. Ja. Naja, und es ist in erster Linie eine Website. Basti zum Beispiel hat aus ganz vielen alten Skateboards mal eine Gitarre gebaut und hat das da protokolliert und so. So ein paar Sachen tauchen halt auf. Das ist cool. Ja. Ja. Gut, das war in eigener Mission. Wollte ich mal einen Finger draufhalten. Finde ich schön. Wenn wir auch den Finger draufhalten müssen, ist Bruce Willis. Oh ja. Ja. Also wir wissen ja, dass er Probleme mit dem Gedächtnis hat, ne? Der kann sich ja keine Texte mehr richtig merken, hatte immer so bei seiner Produktion Knöpfe im Ohr, die ihm den Text vorsagen. Ja, aber jetzt kam raus, dass er richtig krass an Demenz erkrankt ist und wo er jetzt sehr schnell dahin gerafft wird von Demenz. Voll sad, ich mochte Bruce Willis immer. Ich habe von dem jetzt nicht viel Ahnung, ich weiß nicht, ob er jetzt ein Feini ist oder ob der jetzt irgendwie... Das ist ein Feini. Auch Sachen... Der ist nämlich in Deutschland geboren, ist ein echter guter Deutscher. Weiß ich nicht, ob der halt irgendwie komische Sachen macht oder so, aber jedenfalls ist es eine große Meldung. Ich glaube, Trump war nicht in Deutschland geboren, der kann gar nicht in Deutschland geboren sein. Aber er hat Vorfahren. Ja, aber wenn er in Deutschland geboren wäre, hätte er nicht Präsident sein können, deswegen. Ja, die Trumpfs. Die Trumpfs. Ja, es gibt irgendwie, der hat hier so einen Cousin dritten Grades oder so, der macht YouTube und ist ein ganz schwieriger Mensch. Trump? Nee, ja, also der heißt Trump. Wird er hier halt ausgesprochen. Frag mich nicht, wie sein Vorname ist. Aber der ist so eine Livestream-YouTube-Präsenz und hat immer Stress mit Polizei und so. Ja. Keine Überraschung. Jedenfalls Bruce Willis. Hast du zu dem irgendwelche Verbindungen, dass du sagst, der hat Banger geiler, gemacht. Geiler Schauspieler oder Natürlich. So? Ich kann dir mehrere Sachen dazu sagen. Als erstens ist das ja irgendwie seit 2 Jahren eher so offenes Geheimnis. Das ist jetzt halt nur offizielle Diagnose. Und das hat auch schon seine Wellen geschlagen im Internet, habe ich mitgekriegt diese Woche. Aber eigentlich war das schon so klar. Und der hat in den letzten Jahren halt ganz viele Filme noch gemacht, um seine Familie zu ernähren, quasi, um alles nochmal rauszuholen, weil seine richtige Karriere ist halt vorbei. Deswegen hat er so ganz viele C, D, E, F-Movies gemacht, um noch Geld zu bekommen. Hat auch außerdem, P-Movies teilweise. Ich hoffe es doch. So ein hübscher Mann, guck mal, der hat eine Glatze. Und das Ding ist, dass er auch als einer der wenigen Schauspieler jetzt erlaubt hat, Deepfake-Videos. Also mit prallen Titten und so, genau. Nee, aber dass man sein Gesicht quasi verwenden darf, wenn er gar nicht mitgespielt hat. Es gibt zum Beispiel so eine russische Werbung, wo einfach irgendein Typ mit Glatze ihn spielt, aber sein Gesicht dann halt aufgesetzt bekommt. Und somit profitiert quasi auch die Familie davon. Ist echt niedlich so. Weißt du, so, wenn man sich so merkt, okay, ich baue ab, jetzt mache ich mal schnell noch alles Mögliche damit. Ich meine, die Familie wird nicht arm sein oder vielleicht hat er doch relativ viel Reichtum verprasst. Ich weiß es nicht, warum er das quasi nötig hatte, aber ich meine, je besser, desto gut, kann man sagen. Genau. Okay. Hat er halt jetzt ganz viele Filme noch gemacht die letzten Jahre und wie gesagt, mit Knopf im Ohr und so. Geiler Typ. Das war ja auch der Stil von Freddie Mercury, ne? Da hatte er ja auch dann AIDS und hat das, auch noch das mal... Das ist sein Stil einfach, so langsam dahin siechen und Knöpfe im Ohr haben, wenn man die Lieder nicht mehr singen kann, ist einfach Freddie Mercury Stil. Nee, und arbeiten, solange es noch geht, weil er auch meinte irgendwie, er will die Band noch finanzieren, dass sie noch davon leben können. Er meinte, gib mir jeden Song, ich nehme ihn einfach auf und er könnte den noch verkaufen nach meinem Tod. Ja, ist ja auch geiler, als irgendwie in einem Stuhl zu sitzen und auf den Tod zu warten, oder? Vermutlich. Aber das Krasse ist, dass man ihn deepfaken darf. Das wird ja auch in der Zukunft eine riesen Rolle spielen, ne? Wenn irgendwie Morgan Freeman und so solche Leute ihre Stimmen da auch über KIs laufen lassen und sich einscannen komplett. Und dann kann man noch in aller Ewigkeit neue Filme mit dem produzieren. Wobei ich mich immer so ein bisschen frage, ob das dann auch die Qualität hat von dem Schauspieler oder der Schauspielerin, ne? Nee, natürlich nicht. Bei Heath Ledger, das wird schon scheiße. Bei Heath Ledger zum Beispiel, als der dann Joker gespielt hatte, der war ja ganz anders als in seinen vorherigen Filmen. Ich habe es ihm auch erst nicht zugetraut. Ich fand ihn, er war ein guter Schauspieler, aber dachte, als es hieß, er ist Joker, dachte ich, naja, ob das zu ihm passt. Und dann war es irgendwie der Joker aller Zeiten, das für mich zumindest. Du bist der Joker aller Zeiten, das ist schon gut.
True, genau. Du bist der Tino aller Zeiten und wir haben den schön. Podcast aller Zeiten. Das stimmt. Aber eher so den Podcast der letzten Woche immer, aber ist auch okay. Ist egal. Man muss ja irgendwo anfangen. Ja, im Zuge dessen hat der gute Keanu Reeves sich auch zu Wort gemeldet und hat gesagt, dieses Deepfake-Ding und künstliches Alterieren, also das digitale Nachbearbeiten, findet er ganz schlimm. Er sagt nicht in welchem Film, aber irgendwann wurde ihm mal digital eine Träne aufs Gesicht gemacht und das findet er ganz gruselig. Keanu Reeves ist ja gerade wieder in allem Munde, weil der neue John Wick kommt. Kennst du natürlich. Ja, ja, klar. Das ist ja Rick Midnight und so. Das ist gegen Erkältung. Genau. Der Film. John Wick kommt, gegen Erkältung macht er dir eine Kugel in den Kopf. Und ich verfilme jetzt auch schon irgendwelche Apothekenprodukte. Ja. Der vierte Teil kommt und der Hype ist groß. Der geht diesmal irgendwie fast 3 Stunden lang, was ich vielleicht ein bisschen viel finde. Das ist ja jetzt normal, oder? Weiß ich nicht. Das ist halt so ein Action-Spektakel und jetzt versucht es ja so den The Raid 2 zu machen. Ob das hinhaut, ich weiß es nicht. Aber trotzdem werde ich mir den angucken und der hat halt auf jeden Fall gesagt, dieses digitale Abändern ist doch scheiße. Da muss doch der Schauspieler gar nicht mehr an Ort und Stelle sein und das ist doch dann doch, kacke. Darum geht's ja. Ich wurde auch mal eingescannt für einen Film. Also da war ich eher so Kleindarsteller. Und da haben die mich vor Greenscreen so mit Arm ausbreiten so eingescannt und mich dann T-Pose. Quasi. Ja. Damit sie dich in so Videospiele reinstellen können, wenn gerade irgendein Bug ist. Haben sie nicht gemacht, leider, aber ich war dann im Film ganz oft zu sehen, im Hintergrund, so, okay, dass ich dann vervielfältigt wurde. Ah. Das war auch schon lustig, hat irgendwie Spaß gemacht. Nice. Das auch dann zu sehen und mich dann ganz oft zu sehen. Aber sieht man das, dass du das mehrfach bist? Weil das doch dann. Wenn man es weiß. Okay. Die haben ja ganz viele Leute eingescannt. Okay. Aber ich habe mich ein paar Mal gesehen im Hintergrund. Da bin ich auch nochmal. I see. Das war schon interessant. Ja. Wie ich es finde, keine Ahnung. Die haben auch sogar Falco eingescannt, bevor er gestorben ist tatsächlich. Der wollte ja nochmal eine Live-Tour machen, wo er sich... Ja, er wollte quasi nicht mehr als Person auf Live-Tour gehen, sondern nur noch als animierte Figur. Das war ja sein Plan. Obwohl, er war ja nicht alt oder so, aber wollte er einfach in parallel verschiedenen Orten live auftreten, was sehr progressiv ist, was ja heutzutage erst so richtig irgendwie Fahrt aufnimmt. Und dann gibt es auch noch von ihm richtige Scans von seinem Gesicht, von der Mimik und Gestik und so weiter. Haben sie aber nie zu Ende bringen können, weil er dann gestorben ist vor der endgültigen Zusammensetzung seines Körpers. Hätten sie die Leiche nochmal ein bisschen abfotografieren können. Stimmt, auch gut gewesen. Und dann so am Gesicht so rumknietschen und so verschiedene Emotionen. Ich glaube, nach dem Unfall war da nicht mehr viel zu sehen. Ach so, ja gut. Nur der Zermalm von einem Bus. Ja, ich wäre gern auch zermalmt von einem Bus oder so vergesslich wie Bruce Willis, dann würde ich nämlich die Berlin-Wahlergebnisse vergessen. Ach so, ja. Über die müssen wir hier mal kurz sprechen, denn natürlich, wir sind alle glücklich, endlich ist die CDU mal wieder in Aufwind. Es wird aber auch Kraft. Zeit. Ja. Wirklich, haben wir sie nicht schon längst vermisst? Natürlich. 9 Prozentpunkte gewonnen, Alter, das ist so krass. Super geil, da freue ich mich so. Endlich mal wieder ein paar christliche Werte nach Berlin rein. Mhm. Die ganzen Ausländer raus, ein paar Kirchen errichten und dann ein paar Scheiterhaufen. Da freue ich mich. Ja, die Berliner geil. CDU ist glaube ich, noch relativ liberal, was im Gegensatz zu Bayern oder so. Aber trotzdem fand ich das sehr erschreckend, dass sie so krass aufgeholt haben. Ich glaube, nur die AfD hat 1 Prozentpunkt gewonnen. 1,1 die AfD, 10,2 genau. Die CDU, alle anderen sind abgesagt, die Grünen sind ungefähr gleich geblieben. Ja, und die FDP ist raus aus dem, wie heißt denn es dort? Aus Berlin. Dem Parlament, genau, aus Berlin. Was ich schon mal gut finde, ist eine gute Entwicklung. Und ich fand die Ergebnisse auch erschreckend. Ich hätte nicht gedacht, dass die CDU so krass Aufwind bekommt. Aber klar, es ist halt normal, dass wenn eine Regierung irgendwo eine Bundesregierung ist, dann gewinnt die Opposition sehr oft. Ja, ich glaube, die Sache ist etwas komplizierter, weil also Berliner sind schon nicht so leise darüber, dass Rot-Rot-Grün hat Berlin komplett untergewirtschaftet und so. Mhm. Ja, also ich glaube, das ist nochmal was anderes, gerade auf Berlin bezogen, aber trotzdem hätte ich halt nicht gedacht, also ich finde halt hart, dass ich mir diese scheiß Statistik angucke, ja, und mir denke, Alter, wir haben viel zu wenig Parteien. Wenn du dir überlegst, Amerika hat halt eigentlich 2 Parteien. Nicht. Nee, ich habe halt das Gefühl so, was willst du machen, wenn du gegen dieses Rot-Rot-Grün warst in Berlin? Was machst du dann? So, weißt du? AfD, CDU ist auch scheiße. Natürlich. Was passiert dann? Dann kannst du FDP noch wählen, weil das ist was ganz anderes. Also quasi was ganz anderes. Aber sonst bringt ja so alles nicht zu. Du kannst taktisch wählen und sagen, gibst halt der CDU deine Stimme so, aber oder wählst trotzdem die Partei, die du am besten findest und hoffst, dass die halt eine Koalition eingehen können, die nicht rot-rot-grün ist. Aber die Möglichkeiten sind halt
begrenzt. Und man sieht es ja hier, was du aufmachst, Rot-Rot-Grün ist halt... hat irgendwie immer noch eine Möglichkeit, wobei irgendwie zuletzt hieß es, dass das nicht möglich wäre. Das ist jetzt, ich habe das schnell vor der Dings noch raus, ist wieder dieses von Lashinia kritisierte Viertelwissen. Aber hier steht, Rot-Rot-Grün wäre... Ah nee, bislang. Ah, okay. Bislang, genau. Auch. Das sind nicht mehr die aktuellen Zahlen demnach. Auch die große Koalition, SPD, CDU wäre möglich, sowie Schwarz-Grün, ne? Also es ist auch okay. Der Rest wäre unrealistisch. Große Koalition, Alter, ganz Bock. Das will keiner, glaube ich. Doch, es wird mal wieder Zeit. Was willst du denn sonst? Das ist so lange her. Was willst du denn sonst haben, wenn du jetzt irgendwie gegen Rot-Grün bist und gegen GroKo? Was bleibt denn da noch übrig? Linke AfD oder so? Alle gehen raus und AfD bleibt sitzen. Stimmt. Hab ich Bock. Ach, warum mal nicht aus Spaß? Mal einfach ein Jahr AfD-Diktatur und gucken, was passiert. Ich finde halt einfach krass, dass das Gedächtnis des Wählers einfach so ein bisschen löchrig ist, so ein bisschen Bruce Willig ist sich. Mhm. Denn ich bin mir sicher, dass wenn jetzt CDU an der Macht ist und Scheiße baut, das ist dann 10 Jahre später auch wieder vergessen. Das ist immer so. So, das ist halt dumm. Ja, ich verstehe den Gedanken voll. Ich bin auch immer unsicher, wen ich wählen soll. Ich bin mit allen nicht ganz zufrieden. Aber es gibt ja Millionen Parteien in Deutschland, ne? Ja, aber ja, aber sonstige haben gemeinsam 9% erreicht. Das ist schon viel. Relativ viel, aber dennoch, ja. Na, es sind jetzt irgendwie so 1, 2, 3, 4, 5. Ja, so 6 halt große Parteien, die irgendwie die Chance haben, irgendwie zu regieren und mitzuspielen. Das ist im Vergleich zu den USA, wie du gesagt hast, schon recht viel, weil die haben echt nur so die. Ja, deswegen finde ich das so hart, dass ich trotzdem das Gefühl habe, es ist irgendwie zu wenig, weil. Also, du kannst, wie gesagt, man kann ja an allen Parteien irgendwie was kritisieren. Klar kann man dann immer das geringste Übel wählen, aber wem macht es Spaß, das geringste Übel zu wählen? So. Das ist Demokratie. Ich glaube, wenn du keine Partei findest, die du selber irgendwie wählen willst, hat Farin Urlaub mal gesagt, musst du eine eigene Partei gründen. Ansonsten musst du damit klarkommen, dass du halt eine Partei wählst, die jetzt dich nicht zu 100% vertritt. Was auch gar nicht passieren kann. Also ich meine, ich habe immer am ehesten irgendwie links gewählt, manchmal auch grün, manchmal habe ich SPD gewählt, aber ich fand alle immer irgendwie nicht geil. Ich würde auch in keiner Partei mehr eintreten irgendwo. Also, Diktatur zurück. Aber wessen Diktatur ist die Frage? Da gab es ein ganz spannendes Video jetzt von Ralf Kaspers zum Thema, wäre eine Wissenschaftsdiktatur sinnvoll? Mhm. Und am Anfang des Videos denkst du, ja klar. Am Ende denkst du dir so, nee, dafür sind nicht da die Wissenschaft, die ist. Da kommt dann bestimmt das Gleiche raus wie bei KI, so nach 2 Minuten wird ausgerechnet, ja, wir müssen alle Menschen töten, dann geht's uns am besten. Ja, nicht ganz so einfach. Es ist ja auch ein bisschen so, dass halt Wissenschaft nicht diktatorisch sein kann, weil es geht ja nur um Kritik und um Verbesserungen und Weiterforschung und so und Diskussion. Da kannst du gar nicht das diktieren, was halt rauskommt, sondern musst eben abwarten. Das muss dann zur Diskussion freigegeben werden. Aber ganz spannend, Ralf Kaspers macht einen sehr spannenden YouTube-Kanal. Ja, aber es gibt doch so ein ähnliches Modell. Frag mich jetzt nicht, wie der Fachbegriff heißt, aber die... Technokratie. Nee, ich meine die Regierung durch eine Bildungselite. Also durch ein Expertengremium, dass quasi jeder Bereich, also nicht jetzt auch nur die wirklich Bildungselite klingt zu falsch, also dass quasi auch jetzt die, was weiß ich, alle Müller, ja, alle Müller wählen einen Vertreter, der sich halt auskennt. Mit Landwirtschaft irgendwie. Genau, und dass aus jedem Bereich jemand zusammenkommt und die gemeinsam dann Entscheidungen treffen. Und alle, die Müller heißen, die dürfen dann auch nur die Leute wählen, die Müller auch heißen. Ja, also, genau. Die Müllers kennen sich ja irgendwie alle. Ja. Das war auch mein AfD-Vorschlag tatsächlich, dass man eine Expertenregierung bildet, wo ich sage, okay, erstmal eine geile Idee, aber welche Experten und Expertinnen? Also nicht, dass hier nur so alte weiße Männer hinsetzen, die halt denken, irgendwie sie wissen alles, sondern es muss trotzdem irgendwie bunt gemischt sein. Ne? Es muss einen migrantischen Anteil geben, es muss einen queeren Anteil geben, Frauenanteil geben. Das muss dann schon konsequent ganz klar in Quoten aufgeteilt werden, wenn es sowas geben soll wie Expertinnenregierung. Und ja, sowas. Dann doch lieber Merkel. Und Influencer können auch 1% bekommen oder so. Das hast du jetzt nur für mich gesagt. Ja, natürlich, oder? Natürlich. Hm. Gut, ich als Influencer influenziere euch jetzt und berichte euch von einer Sache, von der ihr wahrscheinlich auch nichts mitbekommen habt. Da kannst du gleich mal was sagen, Tino, ob du das irgendwo auf dem Schirm hattest. Das ist jetzt schon, ich glaube, 2 Wochen fast her. Was haben wir heute? Ich muss noch Geld überweisen. Holy shit, warte mal. Ja, ich warte schon ewig drauf. Ich glaube, am 3. Februar war das schon. Mhm. Das ist eine Weile her, wenn ihr jetzt mal ausrechnen wollt. Aber
es wurde halt medial kleiner behandelt, als es hätte behandelt werden sollen, nämlich ein riesiges Giftzugunglück in Ohio in Amerika. Sagt dir das was? War das das mit dem Atomdings, das verschwunden ist? Die Atomkapsel, die nee. Wir nicht finden konnten? Nee, gar nicht. Ach so. Gar nicht. In Ohio ist ein Zug entgleist, weil irgendwie Amerika auch hier wieder sehr rückschrittlich ist. Und der hatte ganz, ganz viele chemische, nicht so geile Sachen geladen. Und am Anfang hieß es so, nee Leute, alles cool, alles cool. Ja, okay, vielleicht räumt mal hier so im 1 Kilometer Umfeld die Gegend, wir machen mal. Und ein Experte, der da vor Ort war, hat gesagt, we nuked the city with chemicals. Also die haben dieses Zugunglück, hat irgendwie, die Chemie-Sachen lagen dann da rum. Und die haben das dann mit weiteren Chemiesachen in einem chemischen Brand verbrannt. Gute Idee. Gute Idee. Und da ist halt so ein Potpourri der guten Laune bei entstanden. Ich zeig dir mal ein Bild, was man jetzt aus dem Flugzeug hat sehen können. Das hier. Eine riesige schwarze Wolke. Eine riesige schwarze Wolke innerhalb der weißen Wolken. Und dann gab es halt so Situationen, dass die Fische alle da verrecken, die Hunde plötzlich irgendwie Hustanfälle kriegen und tot umfallen. Und den Leuten heißt so, nee, ist alles cool. Hat so alles den Vibe von Tschernobyl ein bisschen. Mhm. Ist wahrscheinlich nicht ganz so großflächig schlimm, sondern konzentriert sich da auf, heißt glaube ich Palästina tatsächlich, die Gegend da. Palästina war ja wieder klar. Ja, wieder die Juden. Nein, so... ja, und dann sterben halt da Tiere und die Leute wohnen da halt jetzt ganz fröhlich in ihren Häusern. Dann wird gesagt, gehen Sie mal lieber nicht vor die Tür und so Geschichten. Wie lange? Naja, so für immer oder so. Ja, irgendwie hat die Railroad-Agentur halt so gesagt, ja, wir geben euch 25.000 als Wiedergutmachung. Das sind irgendwie $2 pro Person, die da wohnt oder so. Mhm. Es ist alles ganz absurd. Ich bin auch nicht 100% drin. Aber ich meine, guck dir dieses Bild an, ja. Es ist insane. Das ist echt so eine Gotham City-Geschichte, ne? Das ist einfach mal ganz viele Superschurken da auftauchen. Wahrscheinlich, ja. Und stell dir vor, du wohnst da, du hast da ein Haus gekauft, hast das abbezahlt, was weiß ich, und jetzt kann ich mir gut vorstellen. Gehen sie mal nicht vor die Tür, wenn sie einatmen, kriegen sie Lungenschmerzen und verrecken in 10 Jahren. Sie kriegen Krebs-Aids in den Lungen und werden zu einer Superspinne oder sowas. Das wäre schon eklig. Ja, und im Zuge dessen gab es eine Statistik, in Amerika entgleisen jedes Jahr 1700 Züge. Das ist ziemlich viel. Mhm. Wobei entgleisen natürlich auch bedeuten kann, dass irgendwie so ein Waggon sich mal löst irgendwie und abfällt. Das heißt nicht gleich, dass es ein Riesenunfall ist. Aber guck dir das so mal an. Ja, Züge abschaffen, oder? Ganz klar. Ja. Nee, das ist die Deregulation in Reinform. Das ist der freiste Markt, der da regelt, weil Amerika ist ja auch absolut obsessed with deregulation. Ja, ja. So von wegen, nee, hier, da kann der Staat doch nicht eingreifen. Und da kam nämlich jetzt raus, dass in diesem ganzen Zug, der irgendwie tausende giftige Substanzen hat, ein einziger Zugführer drin war. Der Markt regelt. Und der hat halt irgendwie hinten was nicht mitbekommen, weil da einfach keiner war. Der war vorne. Und bupp, entgleist. Also nicht der gefahren ist, sondern es war nochmal ein anderer Mitarbeiter. Nee, insgesamt eine Person. Mhm. Richtig gut, weil Deregulation, die kannst doch der Firma nicht vorschreiben, dass die da eine extra Person einstellen muss. Sicherheitskonzept. Da kriegt die doch weniger Profit, die arme Firma. Mhm. Und deswegen, Sicherheitskonzept, geil. Nee, lass mal. Wird schon gut gehen. Also ja, googelt gerne mal Ohio Train Derailment. Da seht ihr schöne schwarze Schwaden aufsteigen. Also, weil Chemikalien freigesetzt werden, auch in den Himmel und so, in die Ozonschicht. Das ist schon geil. Du versuchst über jahrzehntelang, versuchst du Leute zu überzeugen, weniger zu fliegen und so, weniger Abgase zu machen. Ja. Dann reißt das ein Unternehmen es mit dem Arsch wieder ein und versprüht sonst was in die Luft. Ja. Aber Chemtrails, ne, das ist schlimm. Ist halt auch echt am Anfang so ein bisschen klein gehalten worden. Guck dir dieses Bild an, Alter. Das ist schon insane. Echt wie so eine Atomwolke, ne? So ein bisschen. Ja, wie gesagt, wurde halt am Anfang klein gehalten, deswegen habe ich das auch letzte Woche gar nicht mitgekriegt und jetzt wurde es halt immer lauter so, ey, hier, können wir da nicht mal irgendwie, also es ist nicht so, dass es komplett verschwiegen wurde, ne? Nicht jetzt hier Verschwörungstheorie, bla bla, das hat schon stattgefunden, aber es war so, ja, aber guck mal Rihanna beim Super Bowl, guck mal hier, guck mal da, das war halt alles viel, viel größer, obwohl das ein Riesending sein müsste. Ist ja immer so, ja. Ja. Wer auch entgleist ist, ja, ist Dieter Bohlen. Oha. Wir hatten ja das Thema schon, dass er eine DSDS-Kandidatin beleidigt hat
Oder hatten wir das im Podcast? Das hatten wir, ich habe es mir auch angeguckt, ja. Genau, und zwar hat er dann zu ihr gesagt, zu einer Kandidatin, dass sie wohl nur durchbumsen lassen, irgendwie ein Abi gemacht, mehr hast du nicht geschafft bisher. Also sehr misogyn und so, und sehr abwertend. Daraufhin hat Katja Krasavice einen Diss-Track aufgenommen gegen Dieter. Und jetzt ist Dieter wohl sehr enttäuscht und sagt irgendwie, ich konnte dir ja eh nicht leiden und RTL bringt immer welche Jury-Leute, die ich gar nicht kenne und gar nicht haben will. Wo sie aber jetzt gesagt hat, Moment mal, wir haben im Vorfeld, hatten wir WhatsApp-Kontakt, du hast mir geschrieben, wie geil du mich findest. Wir haben miteinander geschrieben und er sagt auch, wir haben gar keine Nummern, ich kenne die gar nicht richtig so. Und sie hat meint doch, wir schreiben WhatsApp miteinander, hat sie auch Screenshots gemacht und dass er sich voll auf sie freut. Und hat sie auch damals vorgestellt bei Instagram, wie, und mit dabei auch, oh Katja, richtig geil und so, ich freue mich auf sie. Und jetzt hat er halt offen, also echt gelogen, so ganz offensichtlich. Hat er echt gelogen? Sowas macht jemand. Er hat gelogen. Würde das jemand machen? Ins Internet gehen und dort lügen? Dieter Bohlen, der sonst nur die Wahrheit sagt und nur ehrliche Musik produziert irgendwie. Und sein ganzes Gesicht ist eine Lüge, Tino. Ich wollte es nicht wahrhaben, aber jetzt habe ich es gesehen und bin jetzt kein Fan mehr. Wobei, bei Dieter Bohlen muss ich sagen, da sieht das Gesicht noch natürlicher aus als bei zum Beispiel Madonna. Um diese elegante Überleitung zu machen. Ja. Madonna war nämlich, ich glaube auch, nee, war nicht Super Bowl, waren die Grammys, ne? Mhm. Da war Madonna zu sehen, hatte einen Auftritt und hat dort auch einiges an Kritik bekommen für ihre Optik, denn sie sieht einfach aus wie eine Plastikpuppe und nicht wie eine 64-jährige nette Omi. Und hat dann aber okay hinterher gesagt, das ist ageist und sexist und auch misogyn. Mhm. Und da müssen wir mal ganz kurz rein, Tino. Ja, ich gerne, weiß, da gerne. Hast du eine gewisse Expertise. Los geht's. Und wenn ich sage, Madonna, halt deine dumme Schnauze, ist es ganz, ganz großer Quatsch, den du da sagst. Denn folgendermaßen, wie kann es ageist sein, also ageist, ne, feindlich gegenüber älteren Menschen? Gerontophob. Wie kann es ageist sein, wenn ich sage, hey, du alternde da Dame. Da fängt's an. Hey, du alternde Dame. Es ist völlig okay zu altern. Ich finde das voll in Ordnung zu altern. Du musst nicht auf Krampf aussehen wollen wie eine 15-Jährige. Aber sie darf. Sie darf natürlich, aber das hat nichts mit Ageist zu tun. Doch. Es ist genau das Gegenteil. Ich finde, es ist genau das Gegenteil. Ich finde, man sagt, hey, man sagt ja nicht, du darfst das nicht, aber man sagt, das sieht scheiße aus. Das sieht aus, als willst du auf Krampf jung sein, aber es ist okay, alt zu sein. Und das ist das Gegenteil von Ages. Aber es ist ja auch okay, jung aussehen zu wollen im Alter. Sie kann auch sagen, ich fühle mich nicht schön. Sie sieht aber nicht jung aus, sie sieht aus wie... Das ist deine Interpretation. Wie eine Wachsfigur. Ja, aber es will so aussehen vielleicht. Nee. Es ist ihre Freiheit als alte Dame, jung aussehen zu wollen und natürlich sich zu gestalten. Ich finde es auch nicht schön, aber es ist auch ihr Ding. Natürlich. Der alten Dame. Wie gesagt, keiner verbietet ihr das. Sagen nur Leute, das sieht scheiße aus. Und das finde ich halt auch so, pass mal auf, ja. Wenn ich jetzt irgendwie mir eine komische Frisur mache, ja, dann muss ich auch akzeptieren können, dass Leute sagen, das sieht ja albern aus. Ja. Und trotzdem sagen die Leute nicht, ich darf das nicht machen. Die Frisur? Ja. Und ich hatte letztes Jahr viele komische Frisuren. Ja, das stimmt. So, aber weißt du, da geht man ja schon mal davon aus, okay, ich mache mir jetzt eine komische Frisur. Selbst wenn ich mir keine komische Frisur mache, selbst wenn du dir deine langen Haare abschneidest, kann auch passieren, dass jemand sagt, oh, das fand ich aber vorher, sah besser aus. Oder so, weißt du? Ich höre das Gegenteil, ja okay, aber ja. Das ist doch okay. So, das heißt ja nicht, dass diese Leute dann Longhair ist. Aber es geht ja auch keinem was an. Und die alte, naja, es geht schon Leute was an, wenn die das auf ihren Fernsehbildschirmen sehen müssen. Aber können die wegschalten. Jetzt glaube ich ihr darum, dass Leute sowas sagen wie, ja, du musst doch jetzt eine Würde altern können, du musst doch jetzt irgendwie das nicht machen, dich mit Botox einschmieren und du musst doch nicht jetzt jung aussehen wollen. Und sie kann doch sagen, fickt euch, ich bin alt, ich weiß, ich darf aussehen, wie ich will. Natürlich. Und deswegen wird sie schon auf ihr Alter reduziert. Aber das sind zwei verschiedene Sachen. Finde ich jetzt nicht. Also keiner verbietet das. Nee. Naja. Also, verbieten sowieso nicht, aber es gibt ja schon dann sehr viel, muss das denn jetzt sein und das finde ich nicht gut und so. Man darf eine Meinung haben, aber es wird ja schon noch krass auf sie eingeprügelt, ne?
Und eingeprügelt, ach, die trocknet ihre Tränen an ihren Millionen, Alter, jetzt, mein Gott, eingeprügelt. Ja, sie ist auch noch reichenfeindlich. Sie kriegt ein Close-up von ihrem Gesicht, was Leute auf ihrem Fernseher sehen und dann sagen hinterher Leute im Internet, ja, die Madonna, das sieht ja ein bisschen komisch aus. Und das da hört es für mich sagen. Auf. Dann kann sie ja auch sagen, ey, ist ein bisschen schade, dass ich hier kritisiert werde, aber halt diese Ageist-Sexist-Keule da zu schwingen, das finde ich halt, das ist dumm. Also es gibt absolut übelst legitime Sachen, wo man das sagen kann, wenn Leute nicht eingestellt werden, weil die älter sind und so. Das ist halt scheiße. Und da kann man auf jeden Fall den Finger drauf halten. Aber das wird verwässert durch so eine Scheiße. Nee, aber es geht, glaube ich, darum, dass manche Leute auch sagen, muss das sein und so. Sollen sie nicht tun, es ist ja fürchterlich. Guck das doch mal an. Ja, sieht aus wie Marilyn Manson, wie eine Wachsfigur, keine Frage. Ich finde es auch gruselig. Ich hätte echt Angst vor ihr. Sie sieht halt nicht jung aus, das ist das Problem. Nee. Selbst, wie gesagt, Dieter Bohlen ist für mich eine Ausnahme. Man sieht auch, dass da was gemacht ist. Ja. Aber bei dem sieht es noch halbwegs natürlich aus. Aber auch, weil der halt seit 40 Jahren genau gleich aussieht. Das Ding ist, selbst wenn du eine erfolgreiche Liftung oder was weiß ich, Schönheits-OP in irgendeiner Form hast, dann sieht man das ja trotzdem. Und du siehst nie jünger aus. Du siehst aus wie jemand, der älter ist und eine Schönheits-OP gemacht hat. Das stimmt. Das wollen die vielleicht einfach. Dürfen sie. Allein heute und wir dürfen sagen, dass das scheiße aussieht. Allein heute habe ich durchs Fernsehen gesappt, habe ich lange nicht mehr gemacht, weil ich mal gucken wollte, was so läuft. Und da war die Sängerin Annette Lucian eingeladen. Oh, die ist großartig. Und es ging in dem Interview fast nur um ihre Mutterschaft, dass sie Mutter ist, hat ein Kind und so, und wie schaffst du das denn irgendwie, bist du auch eine strenge Mutter und wie kriegst du denn Beruf, also Sängerin sein und Mutter sein unter einen Hut? Das würde man einen Bohlen oder sonst wen niemals fragen, irgendwie einen männlichen Sänger. Weil es halt eine Frau ist und sie ein Kind hat, geht es nur um ihr Kind und ihr Verhältnis. Aber wenn das kind neu ist, oder? Ist das neu? Relativ. Also wenn Dieter Bohlen ein neues Kind hat, wird er in dem Interview zu seinem... Ja, aber nicht. Aber wie schaffst du das denn, irgendwie Kind und Karriere unter einen Hut zu bringen? Es wird nur Frauen gefragt. Es ist so. Nennt mir gerne irgendwelche... Also ich kenne ja den Sean Hover. Das ist ein Skater. Der wird auch ganz gerne mal das gefragt. Der nimmt nämlich seine 2 oder 3 Kinder zu jedem Skatespot. Ja, nimmt sie halt mit dann, ja. Aber kommst du Mutter, wirst du in Interviews nur noch nach deinen Kindern gefragt, wie schaffst du das denn? Wird ein Mann, der Vater wird halt nicht gefragt. Klar, anekdotisch bestimmt. Da gehe ich mehr mit als bei Madonna. Von mir aus. Also gruselig, ich fand auch ihren Auftritt nicht cool, ich habe da mal reingeschaut, ich finde das alles irgendwie nicht geil. Vor allem, du weißt doch auch, was dahinter steht, Mann. Dahinter steht, dass sie irgendwie, was weiß ich, von wahrscheinlich von 14 an, ich weiß nicht, wann die relevant wurde, von 14 an bis 30, 35 war die als Sexsymbol oder sowas. Mhm. Und daran hält die sich halt jetzt auf Gramm fest. Du weißt ja, dass da nicht dahinter steht, dass sie irgendwie total glücklich ist mit ihrem Alter. Ja. Und das ist halt schade. So. Also ich glaube auch, dass wenn sie gar nichts gemacht hätte, würde die halt jetzt auf eine natürliche Art schön aussehen, ohne dass ich drauf stehe. Menopause-Frauen sind nur als Gag witzig. Aber weißt du, die hätte halt jetzt irgendwie liebliche Oma-Züge. So. Aber will sie ja halt nicht haben, ne? Das passt nicht in ihr eigenes Image rein. Ja, sieht ja aus wie aus einem Star Wars-Film oder so, wie so eine. Und ich will nicht gemein sein, also eine Mischung aus Chewbacca und hier Layla oder so. Layla. Eieieiei. Ja, das ist. Soll sie machen, ich mag ihre Musik nicht, ich mag sie nicht und das ist dann, macht sie halt. Like a Prayer ist ein banger Song. Ja gut, ein paar Songs hat sie schon gut gemacht, aber ich mag die Cover meistens mehr. Es gibt von Avril Nation ein Cover von Material Girl, richtig geil, könnt euch mal reinziehen. Besser als ihre Version, meine Meinung. Na gut, jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen. Ich habe auch wieder komplett unsere Struktur über den Haufen geworfen, die wir eigentlich mal hatten. Wo ist denn der Zettel hin? Egal, machen wir das nächste Mal wieder ordentlich. kommen wir vielleicht mal zu einem kleinen Serienmörder-Segment. Ja. Ja. Denn es gibt 2 Sachen. Einmal die neue Folge von The Last of Us, will ich zumindest ganz kurz ansprechen. Die bisher wahrscheinlich beste, sagen die meisten. Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich auch die oder vielleicht die erste Folge. Ich glaube, es wäre die 2. Folge. Ohne Frauen, die zu viel atmen, ne, oder? Genau, ohne Frauen, die zu viel atmen. Nein, die ist wieder dabei, die Atemfrau. Sie war etwas besser, weil sie weniger geatmet hat. Siehste. Aber so richtig 100% gekickt hat die trotzdem nicht. Also, ich weiß nicht. Die finde ich nicht so. Die war ein kleiner Schmutzfleck auf einer sonst sehr weißen Weste. Imp ist der Beste. Richtig geiles Spektakel. Es war gut.
Diesmal gab es auch keinen Skandal oder so. Diesmal haben einfach alle gesagt, Alter, das war ja richtig solide, geil. Lustig wahrscheinlich. Ich habe es noch nicht gesehen. Wir schauen gerade Gotham. Also ich rewatche es. Mio schaut zum ersten Mal. Und es ist eine echt geile Serie. Mir ist aufgefallen, dass die Ex-Frau von, oder Ehefrau von Will Smith mitspielt. Jada Pinkett Smith. Ja, die ist Fish Mooney, die es in den Comics gar nicht gibt. Also die jetzige, meinst du? Die vom Bitch Slap hier, oder? Genau, die. Ja. Die spielt da mit, wusste ich gar nicht, dass die das ist. Ja, also fand ich gut. Also für mich war das ein Eye-Öffner, ein Augenöffner, dass sie halt Niobe von Matrix ist. Mhm. Das habe ich so nicht gecheckt. Aber. Ich meine, ich mag sie jetzt persönlich, aber ich finde, sie spielt echt, also macht ihren Job echt gut in der Serie. Was mir aber auffällt, es gibt ja diesen komischen, ich weiß nicht, wie der Test heißt. Man achtet drauf, wie viele Frauen es gibt in einem Cast und ob sie es auch mal schaffen, nicht über Männer zu reden, wenn sie in der Szene sind. Das ist ja dieser Test, ne? Und du kannst auch umdrehen. Du kannst auch umdrehen und sagen, gibt es denn da viele Männer in der Serie, in dem Film, reden die miteinander auch mal ohne Frauen und reden die über Frauen. Und Männer reden fast echt nur über die Handlung und über das Geschehnisse und so. Aber Frauen manchmal in Serien und Filmen reden halt nur über andere Männer miteinander oder sind immer nur Sidekick. Und Gotham fällt da leider auch mit rein. Auch da geht es fast nur um Männer und wenn Frauen dabei sind, reden sie auch über andere Männer. Okay, ich würde sagen, gibt es. Ja, ich kann mir das vielleicht mal angucken. Ich würde sagen, also es klingt so ein bisschen wie Cherry-Picking, dass man da sich halt 5 Serien raussucht, wo das so ist und nicht eine Analyse macht von allen Serien, die es gibt. Aber ich bin da mal noch agnostisch, was das angeht. Mach mal den Test, random die nächsten 5 Filme. Nee, das ist kein, ja, das ist halt kein Test. 5 Filme von 1 Milliarde Filme, die es gibt. Nee, aber wenn du halt sagst, es ist Cherry-Pick, mach doch mal random, bei den nächsten 5 Filmen, die du siehst, mach den Test mal. Ja, aber das so. Ist trotzdem dann random. Dann ist es auffällig, ja, aber es ist auffällig, oder? Ja, es ist auffällig, aber das zählt nicht, wenn im Gegensatz dazu, wenn ich zufällig halt 5 gefunden habe, wo das so ist. Weil ich achte jetzt immer drauf, schon seit irgendwie 2 Jahren auch bei Filmen und Serien und es ist bei 80% schon so, dass sie das. Du wirfst hier irgendwelche Zahlen in den Raum. Es ist, dann mach doch mal eine wissenschaftliche Analyse. Die gibt's bestimmt. Mindestens also wirklich 1000 Serien müssen es mindestens sein, bevor da was Relevantes bei rumkommt. Und dann, wie willst du das bewerten, Alter? Die Frauen reden über Männer. Der Bechdel-Test heißt der. Welche Filme fallen durch den Bechdel-Test? Da gibt's auch eine Statistik. Bechdel-Test. Müssen wir mal googeln, Bechdel-Test machen mit D, Bechdel. Bechdel-Test, oh Gott, oh Gott. Und es sind, also es ist auffällig. Bechdel-Test, Statistik oder so, vielleicht gibt's da ja was, Statistik. Wie gesagt, ich bin agnostisch, wenn du mir eine Statistik mit wirklich vielen zeigst, dann ist das ja schön. Muss ich nachreichen, jetzt zwischendurch mal so ein bisschen drauf schielen, aber es lädt gerade nicht richtig, wie ich will. Ich mach lieber Techtel-Mechtel-Test. Mach das. So prüfe ich, ob Frauen gut sind. Also, haben 1200 beliebtesten Filme von 80 bis 2019 analysiert. Sie fanden daraus 50% den Bechdel-Test bestehen. So, was sagt uns das? Ja. Sagt uns das wirklich was Relevantes? Weil 50% ist über, also ist die Hälfte, ich habe jetzt über die Hälfte gesagt, weil ich dachte, das gehört dazu, da ist der Grüne etwas mehr als die Hälfte, weiß ich nicht. Wird der Bechdel-Test denn auch in die andere Richtung getestet? Ob Männer in dem Fall, weißt du, weil wenn eine Serie zum Beispiel so Rom-Com ist, ja, ist das halt wahrscheinlicher als bei einer Action-Serie. Werde ich mal recherchieren. Wenn in so einer Rom-Com-Serie die Männer dann aber wiederum auch über Frauen reden, dann ist das ja so ein bisschen nicht aussagekräftig. Ja, schon die beliebtesten Filme, was auch schon eine Aussage ist. Die Filme, die am beliebtesten sind, die am meisten Geld eingespielt haben und so und die am meisten auch Geld bekommen haben von den Produktionsstätten, wenn die halt diesen Bechdel-Test zur Hälfte nicht bestehen, ist es schon auffällig. Oder die sind so erfolgreich, weil die Frauen so reden. Dann ist es ja auch ein strukturelles Problem, oder nicht? Ein systematisches. Das ist ja kein Problem, ist ja erfolgreich. Nein, also wie gesagt, ich bin da jetzt nicht zu tief drin, ob bei diesem Test zum Beispiel halt auch die Männerperspektive gleichzeitig oder ob halt nur nach den Frauen geguckt wird, weil dann fände ich es wieder ein bisschen schwierig. Weil wenn das bei diesen 50%, wo der durchfällt, der Film, wenn da die Männer auch so reden, ist es ja egal. Dann ist das halt einfach dem Genre geschuldet. Na, es sind ja, wie gesagt, die beliebtesten Filme, was ja ein Querschnitt so ein bisschen ist. Ja, ja, ne? Aber wenn in diesem Film gleichzeitig die Männer auch nur über die Frauen reden und nicht über die Handlung, wie du es sagst, dann ist es ja was anderes. Muss ich mich nochmal reinlesen, weiß ich nicht genau. Aber ich finde das schön, dass du hier immer eine solche Perspektive reinbringst. Ich glaube nur, wir haben halt entgleisende Züge, die irgendwie die Umwelt vergiften und dann halt
zu viel Energie auf dieses Thema zu verwenden, das liegt mir einfach etwas ferner als dir. Kann ich verstehen. Ja. Wir haben ganz verschiedene Lebenswelten, sagt man so schön. Deswegen war ich nämlich auch so ein asoziales Schwein und habe Hogwarts Legacy gestreamt heute. Heute? Morgen. Morgen wieder und letzten Montag. Finde ich gar nicht schlimm, wie gesagt, ich bin da so ein bisschen so... Das hat mich auch tatsächlich ein bisschen überrascht. Also, ganz kurzer Exkurs, ich habe ja da so einen PC stehen und den habe ich geschenkt bekommen von einer Person. Grüße gehen raus, falls du zuhörst. Und diese Person kam in den Stream als eine der wenigen Personen, die was dagegen hat, aber ich kenne den ja auch schon eine Weile. Der ist halt in seinen Meinungen sehr hardline, sage ich mal. Und das kann ich auch respektieren. Er hat halt gesagt, Leute, die das streamen, den entfolge ich. Aber da er nicht mehr so viel auf Twitch ist, ist das jetzt auch kein großes Ding so. Aber tut Truppe nicht weh, der eine weniger. Ja, es ist seine Entscheidung, es ist völlig fein. Ich hoffe, dass wir jetzt darüber hinaus nicht auf Kriegsfuß sind oder so. Weil das, also ich finde das Entfolgen auch schon ein bisschen hart, weil das, ich habe ein sehr gutes Video empfohlen von, ich glaube, Flips heißen die. Das sind Maniac und Buds, von früher kenne ich die noch. Ich verfolge die nicht, aber habe dieses Video gesehen über Harry Potter, dass diese ganze Debatte die jeweils gegnerische Seite immer so ein bisschen entmenschlicht, indem du sagst, diese Person spielt jetzt Hogwarts Legacy, die kann nicht akzeptieren, wie leicht das doch wäre, das zu boykottieren. Und man konzentriert sich auf diesen einen Punkt und sagt, okay, dann Schublade, zack, du bist weg. Und das führt nicht zu einer besseren Gesellschaft, wenn wir so übereinander denken, auch wenn die Gegenseite natürlich sagt, bist du bescheuert, was kommst du hier an mit so einer winzigen Sache und willst das hier boykottieren, was willst du von mir? Beide Seiten, ja. Und ich glaube, da so ein bisschen mehr Verständnis zu haben, wäre ganz gut, aber wie gesagt, kann ich ja auch akzeptieren, wenn man zum Beispiel sich vegan ernährt, dann macht man ja auch harte Linien und sagt nicht, ja gut, jetzt vielleicht mal hier so einen kleinen Broiler rein, das geht. Das verstehe ich alles, aber das ist halt eine private Entscheidung mit dem Veganen und da geht es nicht um fremde Menschen. Hier geht es wirklich darum zu sagen, okay, diese Person spielt Hogwarts Legacy, die ist jetzt in meiner Wahrnehmung einfach ein bisschen weiter unten. So, und das ist halt schwierig, finde ich. Ja, man kann es gerne so sehen. Ich war auch lange am Überlegen, ob ich als Potter-Fan ein Potter-Fan sein darf, so, ne, als Person, die irgendwie Transpersonen auch fördern will und auch involviert ist so ein bisschen darin, aber ich habe erkannt, auch in Gesprächen mit anderen Trans-Leuten, die meinten, man kann das in dem Punkt schon ein bisschen trennen, weil Harry Potter ist ja auch inzwischen ein riesiges Universum und auch die Trans-Personen versuchen das ein bisschen auch für sich, also die Trans-Fans von Harry Potter versuchen das auch ein bisschen zu enteignen und auch J.K. Rowling damit so ein bisschen zu verärgern. J.K. Rowling wird zerschlagen und enteignet. Um sie halt so ein bisschen damit auch zu verärgern vielleicht. Aber das finde ich zum Beispiel echt einen guten Ansatz jetzt. Also in dem neuen Spiel ist zum Beispiel auch eine Transperson drin. Das fühlt sich jetzt ein bisschen, müssen das jetzt machen, um da ein Statement zu machen, aber ist besser aber als es nicht. Ist richtig, es ist besser als es nicht zu machen. Aber eben sich das so zu eigen zu machen und sagen, guck mal, J.K. Rowling, haha. Wir machen jetzt unser eigenes Ding damit sozusagen und das liegt gar nicht mehr in deiner Macht, halt dein Maul. Bei ihr ist halt das Problem, dass sie sich für Gesetze einsetzt, so ein bisschen. Ne? Ja. Das ist ja das große Ding. Und da denke ich mir aber auch, die Mehrheit, die das bei mir im Stream sieht, die spielt das doch nicht selber. Also entweder schaust du dir so einen Stream an, weil du es schon gespielt hast und dann halt guckst, wie andere das spielen, oder du guckst es dir an, weil du es nicht spielst. Oder spielst du es dann nicht, weil du es gesehen hast bei jemand anderem? Mir doch nicht ein Spiel angucken und das danach kaufen und selber spielen. Das hat ja trotzdem schon einen gewissen Werbeeffekt. Ne? Manche kaufen sich eben doch das Spiel, gucken erstmal bei dir im Stream rein, ob es cool ist und spielen es dann irgendwie selber, weil da gibt es auch verschiedene Handlungsstränge und Entscheidungsmöglichkeiten. Und da kann es schon sein, dass eine Person das so sehen könnte, von wegen, du machst auch Werbung für dieses Spiel, du machst Werbung für Harry Potter und damit Werbung für J.K. Rowling, der immer reicher wird damit. Hast du das jetzt eigentlich schon, oder? Nee, haben wir noch nicht, nee. Okay. Und ich wollte noch sagen, dass mir erzählt wurde, dass J.K. Rowling wohl an sich nicht einem Spiel verdient. Es gab wohl irgendwie eine große Summe, um die Rechte zu bekommen. Also verdient jetzt irgendwie wie wohl nicht pro verkaufte Einheit. Das wäre aber ziemlich dämlich. Deswegen, hätte sie einen solchen Vertrag, wäre sie auch noch schlechte Geschäftsfrau. Weiß ich nicht genau. Wurde mir jedenfalls erzählt. Und aus dem Aspekt kann man sagen, okay, dann ist es vielleicht noch mal weniger schlimm. Aber ich verstehe auch jeden, der sagt, er will es boykottieren, das ganze Universum und sie auch, hat sie auf jeden Fall verdient, die Frau. Na gut, kommen wir mal zu was wirklich Interessanten. Kannst du diese ganze UFO-Thematik in Amerika irgendwie nachvollziehen? Ich bin da so ein bisschen raus, aber irgendwie, es gab ja diesen chinesischen Ballon und seitdem
sind irgendwie ganz viele Sachen aufgetaucht. Irgendwie, also warte mal, ich lese das mal vor, es gab ein Statement. Oder nicht ein Statement. The incursions seem to become so common that the Biden administration officials have found themselves issuing private assurances that there is no evidence that they involve extraterrestrial activity. Also es sind irgendwie so viele Sachen jetzt am Himmel entdeckt worden, irgendwelche Ballons, auch an der Grenze zu Kanada wurde jetzt hier das runtergeschossen, dass halt das Weiße Haus sozusagen sagen musste, ey, das sind keine UFOs, also es sind UFOs, unbekanntes Flugobjekt, aber es ist nicht extraterrestrial, also nicht außerhalb der Erde. Und ich bin da komplett raus. Das war mir ein bisschen zu viel. Aber scheinbar fliegt in Amerika jetzt alles irgendwo an den Himmel rum. Ja, es gab wohl einmal dieses Statement von dem einen General, wir können UFOs nicht ausschließen. Und darauf wurde sich wohl irgendwie dann aufgehangen, ne? Und dann hat die ganzen Verschwörungstheorie. Alle hängen sich auf, alle so, oh Gott, UFOs. Dann hat dann diese Verschwörungstheorie-Sache irgendwie Fahrt aufgenommen und so. Und es gab ganz viele Gerüchte und Fake News und so weiter. Aber ja, sie konnten noch nicht alles identifizieren, alle Sachen, die sie abgeschossen haben, die sie gesehen haben. Aber es gibt nicht einen Beweis, dass irgendwo jetzt Aliens gelandet sind oder abgeschossen worden sind. Ja, gut. Zumindest laut dem, was sie uns sagen. Wofür es aber einen Beweis gibt, ist ein Unfall von einem Google-Auto. Es gibt ja diese Google Street View-Autos, die so rumfahren. Und jetzt hat ein Streamer bei GeoGuessr, falls du das kennst, ist er so durch die Welt gefahren und hat einen Unfall aufgedeckt. Es gibt einen Twitch-Clip, der gut viral gegangen ist von Polispol 1. So ein Unfallsimulator, ne? Kannst gucken, wie so ein Unfall aussieht. Und da sieht man da vorne, da fliegt halt so ein Fahrradfahrer vor dem Google-Auto weg. Wurde einfach der Helm oder was das ist, fliegt halt auch weg. Und er wurde einfach vom Google-Auto umgefahren. Da gibt es echt so ein paar YouTube-Videos, ne? So Best of Google Earth und so weiter und Google Street View, wo so irgendwelche Leichen liegen oder Morde begangen werden, wo jemand pinkelt oder sowas oder Leute Sex haben. Das ist schon witzig. Ja, kennst du noch Breaking Bad, da gab es auch Jesse Pinkelt. Naja. Das ist mir jetzt gerade gekommen. Habe ich nie gesehen. Apropos Pinkeln, wenn man sich Insulin spritzt, dann schmeckt der Urin ganz süßlich. Ja, ich weiß. Geil. Insulin kostet jetzt in Amerika weniger. Guck mal. Alter Preis 2788, neuer Preis $15. Ist das ein Fehler oder? Nee, das ist für Senioren wurde da jetzt endlich mal so ein bisschen Fortschritt gemacht. Mhm. Insulin brauchst du zum Überleben. Und die mussten jeden Monat das bezahlen. Das wurde nicht von der Krankenkasse übernommen. Das ist einfach insane. Mhm. Und jetzt kostet es halt einfach $15. Überleg dir das mal, wenn du plötzlich im Monat $2,750 mehr hast. Riesige Erleichterung, ja, das ist schon insane. Krass. Insane. Ja, was die Amis da leisten müssten, wenn sie mal krank sind, das ist schon heftig. Da verstehe ich, wenn die irgendwie durchdrehen. In den Serien immer, ne? Oh, wir sind nicht versichert und du darfst jetzt kein Bein brechen und so. Ja. Da haben wir immer voll Panik geschoben. Das wäre das Deutsche gar nicht verstehen können. Ja, wir sind ja irgendwie alle versichert. Genau, ich verstehe deswegen auch tatsächlich gar nicht, warum Amerika die Hochburg des Skateboardings ist. Weil wenn du da einmal mit dem Fuß umknickst, game over, Alter. No, it's no fun. Das sind halt die echten harten Leute. Ist so. Auch ein echter harter Kerl ist Tschetschenien-Chef, Gott sei Dank, ist ja ein Zungenbrecher. Tschetschenien-Chef Khatro schwadroniert über Besetzung Deutschlands. Okay. Und zwar hat er wohl gesagt, dass. Immer komm ran hier! Komm her! Trau dich! Das ist wohl der sogenannte Bluthund von Putin, wie Spiegel ihn nennt. Nicht mal aus dem Blutwurst! Und er hat gesagt, er hofft drauf, dass Ostdeutschland bald wieder unser Territorium wird oder Deutschland an sich Territorium wird vom Osten. Also gerne. Wir hier im Osten, wir sind eh sehr, sehr Putin-nah, immer nimmig. Also wir können gern Sachsen sofort abgeben, würde ich sagen, muss man gar nicht lange warten. Sachsen können sie gleich haben von mir aus. Wie machen wir das dann mit Bayern? Können wir Bayern vielleicht irgendwie an die faschistoide Italien-Regierung abtreten oder ja, so? Ja, zum Beispiel, das passt gut. Geil. Einfach mal verschlanken als Land. Ein bisschen weniger Probleme, ein bisschen weniger Menschen auch. Würde uns nicht schaden, denke ich. War das gerade Fettshaming? Ja. Okay. Aber für Länder, für dicke Länder. Ich habe ja nichts gegen Fettshaming, ne? Ich kann fette Länder nicht leiden. Okay. David Fetterman ist übrigens eingewiesen worden wegen. Ist jetzt nicht so relevant, aber weil wegen Fett. Okay, kenne ich nicht. Das ist, ich glaube, Senator. Amerika. Okay. Wir sprechen heute mal wieder so viel über Amerika. Ganz viel. Der John Fetterman, wie habe ich den gerade? David genannt? John Fetterman heißt er übrigens. David Letterman war Moderator. Der ist dadurch bekannt geworden, dass er sehr groß ist und nie einen Anzug trägt. So müssen Politiker sein. Aha. Ganz groß. Mhm. Ja. John Fetterman hat Depressionen, hat sich, also das, der wird halt jetzt wahrscheinlich von allen kritisiert, aber ich möchte diesen Punkt ganz kurz nutzen, um zu sagen, hey,
Sucht euch Hilfe, Leute. Das ist kein. Ja, das stimmt. Es ist keine Schande. Keine Schande. 10% aller Amerikaner, habe ich eine Statistik gesehen, klagen über Depressionen oder haben Depressionen. Und verklagen Depressionen viele. Vor allem. Ja, in Amerika. Vom Kriegsgericht, auf jeden Fall. Ja. Und kriegen damit auch recht. Ja. John Fetterman, guter Mann, get well soon. Michael Jordan, auch ein guter Mann. Der ist 60 geworden, ne? Oder so? Oder? Genau. Und ja. Weißt du, wie er seinen 60. Geburtstag gefeiert hat? Mit Basketball. Er hat eine richtige Runde Saufi geschmissen. 10 Millionen Dollar an Make-A-Wish, die größte Einzeldonation, die die je bekommen haben. Ein Feini. In 43 Jahren des Bestehens. Ein Feini, oder? Ja. Der Michael ich mag Jordan. Michael Jordan, weil der Film Space Jam in meiner Kindheit ja, ganz meine groß auch. War. Ich habe nochmal nachgeschaut als Erwachsener. Ganz grausam, hätte ich nicht machen echt, sollen. Echt aber als Kind war es echt ganz schön geil. Und der deutsche Michael Jordan ist 70 geworden, nämlich Gildo Horn. Na klar. Ja. Ja. Ist auch so eine Größe. Hat der auch 10 Millionen Dollar gespendet? Glaube ich nicht. Ah, sie. Aber der ist jetzt 70 geworden und der ist ein Schlager-Popsänger oder so, wie man das bezeichnen kann. Trash. Und der ist damals angetreten für Deutschland beim ESC mit seinem Superhit Gildo hat euch lieb. Super Hit, geschrieben von Stefan Raab als Alf Igel. Ein Gag für alle EST-Fans, weil Ralf Siegel ganz viele EST-Songs komponiert hat und so. Und da hat sich Raab gedacht, ich nehme mich einfach mal Alf Igel. Da ist gerade wieder ein Schelm gestorben. Genau. Ja, Gildo Horn war eines meiner ersten Musikalben, die ich jemals hatte. Ich finde Schlager toll, hieß das, wo er so Schlagersongs gecovert hat und auch eigene Songs drauf hatte. Gildo hat euch lieb, Banger-Hit, sag ich aber dir. Aber hast du den mal live gesehen? Ja. Okay. Wirklich? Ich auch. Wirklich? Ja, haben hier wir in Weimar. Nicht mal unterhalten. Ich habe ihn gesehen. Weiß ich nicht, kann sein. In Kranichfeld, nee, Hohenfelden, auf der Peach Party. Beach Party war das die damals. Die Peach Party, da kam Super Mario vorbei. Genau, die Peach Party. Genau. Da hat meine Oma damals gearbeitet, als so, wie heißt denn das? So ein bisschen Assistenz und hat die Stars ein bisschen betreut. Da habe ich Gildo Horn auf der Bühne gesehen. Eines meiner ersten Live-Konzerte überhaupt. Also ich habe den hier ich hätte gerade fast wieder Amerika gesagt, in Weimar gesehen, auf dem Theaterplatz zum Zwiebelmarkt, was weiß ich, 2009 oder sowas. Mhm. Und habe dann von mir die Sozialkundelehrerin gesehen, wie sie übelst abgegangen ist zu dieser Scheiße. Der ist ja auch toll. Der ist super geil, wow. Und der ist dann während seiner Performance ganz crazy, und der wird ja damals auch schon 55 gewesen sein, auf das Goethe-Schiller-Denkmal geklettert, Alter. Das war sein Signature, da ist immer Sachen hochgestiegen. Eine Maschine. Und er hat meine Oma damals echt gut behandelt. Richtig weggerödelt, die nee, Dame. Meine Oma musste damals so eine schwere Kasse tragen. Mhm. Da hat er das gesehen, als er reinkam. Oh, Frau, nehmen Sie mal jetzt, setzen Sie sich mal hin, ich trage das jetzt für Sie einfach so. Da hat er das dann für Sie weggetragen, die Kasse und so. Während andere Stars wie... Ich weiß nicht, ob ich einen Namen nennen darf oder so, aber Nena zum Beispiel, die war wohl ganz unangenehm. Die hat wohl die ganze Treppe voll gekotzt, die meine Oma dann wegmachen musste und so. Okay. Oder andere Stars, die irgendwie ihre Zigaretten in unbenutzte oder ungegessene Essens... Du sagst Ballon, aber dann sagst du Zigaretten. Wie passt denn das zusammen? Weil ich jetzt gerade hier in der Brennpunkt-Gossensprache angelangt bin, okay? Okay, na gut. Oder welche Stars, die Band hieß B4-4, die gibt's gar nicht mehr, die hatten, haben so Zigaretten in ihren Puddings irgendwie ausgedrückt, so, und die haben sich respektlos verhalten. Okay, gibt auch eine Coverband von denen, B88, die machen genau. So Rechtsrock. Jedenfalls Gildo Horn, Feini, 70 geworden und 60 Jahre Michael Jordan, ein Held meiner Kindheit. Ich war nie Basketball-Fan, aber Space Jam hat für mich halt, weiß ich nicht, habe ich ständig geschaut. Hey, Michael Jordan ist doch ein krasser Golfspieler. Nee, Tennisspieler. Michael Jordan? Nee, warte mal. Basketballspieler? Nee, der Point war doch, dass der seine Basketballkarriere beendet hat, um Baseball zu spielen, verdammt. Ah. Er hat dann mit Baseball angefangen. Ja. Ein Trans-Baseballer, das ist gewechselt. Das haben dann alle kritisiert. Wir haben noch einen Toten zu beklagen. Oh. Und zwar, man kennt ja Elton, ne? Von TV ja, Total. Der ist tot. Nee, nicht ganz. Ach so. Ich suche halt den Namen von dem Menschen raus, der gestorben ist. Stefan Raab. Mirko wird er nur genannt. Das Double von Elton. Der Asiatische da? Nee, das sah so aus wie Elton. Ach so, das quasi. War ja auch von... Ich bin dumm, das war ja ZDF Magazin ja, Royal, genau. Das asiatische Elten-Double. Ja, das ist auch witzig. Nee, aber der richtige Double quasi, den sie in ihrer eigenen Show hatten, okay. Als Elten ausgefallen war, ist jetzt gestorben. Und das fand ich irgendwie berührend. Der sieht Text auf jeden Fall Elten. Nicht so alt aus. Ja, das ist auch eine alte Aufnahme.
Okay. Jedenfalls, Rest in Peace Mirko. Ich habe die Sendung damals geschaut und fand es witzig und so und sehr, sehr sad. Okay. Ich will noch kurz den Tweet der Woche vorlesen, wenn ich darf. Ich bin Elon Musk und was ich sage, ist Gesetz und ich habe auf Twitter eine Sache implementiert, die euch meine Tweets immer ganz oben anzeigen, weil ich habe ein ganz stabiles Ego. Genau das wollte ich vorlesen. Nein, wollte ich nicht. Und zwar von Jürgen Totenhöfer, einem Politiker. Er hat geschrieben, und echt ganz genau zuhören, wann tun, wenn ein dritter Weltkrieg droht? Damit fängt es schon an. Ja, wann tun, nicht was tun, wann tun. Wir machen am Samstag in München. Wann tan heißt das aber? Wann tan eigentlich, Das ne? Wir machen am Samstag in München eine Riesendemo mit Zehntausenden aus ganz Mitteleuropa. Gleichzeitig tagt die Münchner Sicherheitskonferenz. Die will Krieg. Wir Frieden. Wir müssen gewinnen. Zweimal hat Deutschland weggeschaut. Diesmal nicht. Let me get this straight. Er redet von zwei Weltkriegen und behauptet, dass die Deutschen weggeschaut haben in diesen zwei Weltkriegen. War das die Rolle, die wir eingenommen haben, Herr Totenhöfer? Haben die Nein. Deutschen weggeschaut Naja, in den also, beiden Weltkriegen? naja, aber haben die Deutschen nicht weggeschaut, was sie, also zumindest die Konzentrationslager angeht? Aber das meint Ja, er aber es nicht, oder was? geht ja um Weltkriege. Ob Also wir so wollen Frieden, wir hätte wollen man es jetzt Krieg. halt gut, glaube ich, lesen können, finde ich. Ja, nee. Ich Obwohl fand. beim Ersten Weltkrieg war es jetzt auch nicht so judenlagerig hier in Nicht so Deutschland. richtig, ne? Ja. Das kam ja später auf. Als ja, Downgrade. Ja, gut. Finde ich auf jeden Fall sehr awesome, diesen Tweet. Und sehr geschichtsrevisionistisch. Ja, wo wir gerade von solchen tollen Sachen sprechen, Julians Blog kennst du ja noch Ja. wahrscheinlich. Der lädt seit 3 Wochen immer so Videos hoch, wo er am Rappen ist, ganz cool, weil der heißt ein krasser Image-Rapper jetzt, der ein bisschen Hamsterbäckchen bekommen hat, hat sich gut ernährt in den letzten Jahren. Und der hat jetzt gestern, für euch ist es jetzt schon 2 Tage her, ein neues Lied hochgeladen. Ich weiß gar nicht, wie es heißt, ist auch scheißegal. Und da sagt er, er scheißt auf alle, die ihnen Steine in den Weg la. Warte, ich möchte es perfekt zitieren. Sorry, warte. Einmal zurück. Ich spuck auf jeden, der mir Steine in den Weg lag. Das rappt er. Ja, ich spuck auf jeden, der mir Steine in den Weg lag. Lag. Ja. Nicht legte. Oh. Ja. Ach so. Und das rappt er mehrfach. Das ist quasi im Witzig. Chorus. Witzig. Das ist schon doof. Ich habe echt ganz oft hingehört, ob er sagt, die mir wie Steine im Weg lag, oder der mir wie Steine im Weg lag. Ja. Das würde noch gehen, aber es sagt er nicht. Er sagt wirklich, Leute, die ihm Steine in den Weg lag. Also lagen, okay, mehrfach, Plural, Er ist, glaube ich, aber. nicht dafür bekannt, jetzt sonderlich intelligent zu sein, wie ich ihn so verfolgt habe, Aber aber das ist schon witzig. das Das ist ist doch wack. richtig peinlich, Das ist das ist doch. wack. Wie damals Trabi Deutscher, ne? Mit hier Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Wurde ja auch damals schon von Deutschverbänden kritisiert. Oder von die Ärzte wegen dir. Heißt ja eigentlich deinetwegen, nicht wegen dir. Wobei wegen dir, soweit ich weiß, im Duden mittlerweile drinsteht, weil es gibt ja oft, dass halt Umgangssprache halt, ne? Umgangssprache wie zum Ja. Beispiel Daydem. Genau. Dass das vielleicht früher oder später doch mal seinen Weg in den Duden findet. Fronthole und Und sowas, ja. Sachen, einfach Sachen, die halt eigentlich immer grammatikalisch falsch sind, aber von so vielen verwendet wird, dass es dann halt irgendwann als richtig angesehen wird. Und das Ja. ist wegen dir. Weiß gar nicht, ob es zum Zeit des Releases noch falsch war und jetzt richtig ist, aber wegen dir kann man sagen jetzt. Und das schafft Julian bestimmt auch jetzt mit Ja, seinem Lag. das waren jetzt Wörter einfach falsch konjugiert. Das ist doch schön. Was gehen wir der Woche, Robin? Wir sind schon durch. Nee, nicht so Eine viel. 2, oder? Ich bin bei einer 2, ehrlich gesagt. Ja, und weißt du auch warum? Weil das Zug und Glück halt wirklich letzte Woche passiert ist. Ja, Ansonsten wäre es eine ja. große Sache. Aber das ist ja nichts. Das ist ja einfach nur peinlich, Leute. Ja, so ein bisschen DSDS-B fand ich ganz spannend und so, aber Rosi hat sonst. irgendwas erzählt, dass GNTM hat wieder angefangen und Heidi Klum Ja, hat stimmt. Statement gemacht, oh, ich bin ein Opfer oder so. Weiß ich nicht, habe ich nicht Ich auch mitbekommen. Ich nicht. weiß nur, dass es Und der angefangen hat. Skandal ist auch irgendwie schon wieder ein Dreivierteljahr her. Komplett an mir vorbeigegangen, aber ich habe es mir erwähnt. Ich habe auch jetzt einen neuen Podcast entdeckt, der heißt Einschlafen mit Hogwarts.
wo sie so ganz spannende Fakten über Hogwarts bei Spotify aufzählen. Mhm. Finde ich voll gut. Machst jetzt hier Fremdwerbung, ja? Mach doch mal. Ich habe einen ganz spannenden Podcast entdeckt, Leute. Brenn.internet. Müsst ihr mal reinschauen. Könnt ihr auch vergangene Folgen anschauen. Nur weil sie nicht mehr aktuell sind, ist egal. Man kann so schön in der Vergangenheit schwelgen oder einen Hörerwunsch. Die sind ja zeitlos. Stimmt. Kann man sich reinhören. Das ist geil. Das können wir jetzt im Anschluss direkt mal machen. Sehr gerne. Hast du einen Song für die Playlist, Robin? Noch nicht. Sag mir ein Genre und ich sag dir einen Song. Ein Genre. Ich sag jetzt mal Musik aus Thüringen. Musik aus Thüringen. Ist denn der Thüringer Fritz da? Das ist natürlich mein erster Impuls. Bestimmt. Ich kann doch gerne anfangen, weil ich habe schon was. Nämlich Frachter haben am Freitag ihr neues Album veröffentlicht. Ja. Und haben auch eine richtig geile Release-Party gemacht am Freitagabend. Richtig geil. Das Album heißt Bad Sterben. Ich weiß bei dir manchmal nicht, wie Sachen ausgesprochen werden. Das ist so ein Kurort. Bad Sterben, ach so. Ja. Ah, ja. Bad Sterben, witzig. Und ich hab schon reingehört, das ist übelst geil, jeder Song sitzt. Aber ich mache von denen Schnauzbärt rein. Schnauzbärt von Frachter, Band aus Weimar, Premium, einfach gönnen, Bad Sterben. Ja, ich weiß nicht, sind denn Swallowtune auf, die sind doch da alle nicht, oder sind die da? Swallowtune. Du hast ja am Wochenende live gesehen. Stimmt. Wahrscheinlich haben die da keine Songs. Ja, du ja auch, du warst ja auch vor Ort. Nee, haben noch keine. Ja, es gibt übrigens ein paar Corona-Fälle von der Party, überraschenderweise. Ich weiß, aber wissen es noch nicht. Also Mio ist ein bisschen krank, aber nicht positiv. Deswegen sind wir dann noch... Ja, dann... Impermanence, weg damit. Also ja, ihr könnt Impermanence reinziehen euch bitte, wenn ihr auf Schreimusik steht. Aber ich bin da ein bisschen drüber. Oder die Band Weimar kannst du auch machen. Nein, guck doch mal nach Fritz. Musik Gib Weimar. Doch mal Thüringer Klöße ein. Oder ich habe ein Date. Fritz, nicht Kalkbrenner. Nein, ich habe nur Fritz gesucht. Da ist er doch so. Irgendwas hier, Date. Haut ihn rein. Gibt's hier nicht? Da müssen wir wahrscheinlich Thüringer Klöße nehmen. Da gab es so einen Song von ihm, ich habe ein Mädchen, ein Date mit einem Mädchen oder so. Ja. Wenn es den gibt, dann nimm den rein, ansonsten halt Thüringer Klöße. Ja, Fritz. Können wir auch hinterher machen, wenn der Podcast vorbei ist. Da müssen die Leute uns nicht beim Überlegen zuhören. Ich habe ein Date. Ich habe ein Date, der Klosfritz. Ja, los geht's. Das ist nämlich der wahre Banger-Song, Leute. Ja. Pflegt ihn euch ein. Also Frachter und Fritz. Eine gute Mischung, wie ich finde. Geil. Gut, dann höre ich bereits Musik. Oh, das ist doch Musik von diesem Umme-Typen. Auch Weimar. Ja, auch Weimar, stimmt. Ich höre Umme-Musik. Und die Leute in Uganda fahren um mit Skateboards. Geil! Richtig geil. Leute, wascht euch! Tja! Okay.